Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Steuerzahler vor allen Dingen. Dieser anderthalbseitige Antrag und einige Ausführungen der Schuldenkoalition lassen wieder einmal tief blicken. Aber Sie haben es nicht mal für nötig gehalten, Herr Görke, das geht nämlich auch nicht, Ihren Antrag zu begründen. Unter dem Titel Mobilitätsgeld statt Pendlerpauschale verbirgt sich nämlich nichts weniger als ein für mich Angriff auf unser Steuersystem in Gänze, meine Damen und Herren. Das Steuersystem, und das ist auch gut so, ist progressiv, und das haben auch Sie vergessen, Herr Müller, eben hier noch mal auszugestalten. Und es ist extra so ausgestaltet. Es ist nämlich sozial, dass es progressiv im Verlauf ist. Auf gut Deutsch heißt das nämlich, um es einfach zu machen, wer viel verdient, der soll auch mehr Steuern zahlen. Und auch das ist gut so, meine Damen und Herren. Das findet, glaube ich, jeder so richtig. Das heißt aber auch umgekehrt, dass der logischerweise, der mehr Steuern zahlt und dann eben es so in Anrechnung bringt, weil er schon vorher deutlich mehr Steuern gezahlt hat, auch etwas mehr durch den progressiven Verlauf herausbekommt. Und liebe Kollegen von der CDU, Sie haben ja schon mal auch dort versucht, zu Lasten der Arbeitnehmer, das seien ja auch mal gestattet, entsprechend die Pauschale zu entfernen. Und dann gibt es das schöne Urteil vom 9.12.2008, Werktorprinzip, es klang an, es war Ihre Regierung, die dort massiv gegen die Verfassung verstoßen hat. Und ich zitiere mit der Erlaubnis der Präsidentin aus den Leitsätzen des Urteils. Und das sollten Sie sich hinter die Ohren schreiben, liebe Kollegen von der Linken und von den Grünen, was ich hier eben gehört habe. Der allgemeine Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verlangt vom Einkommensteuergesetzgeber eine an die finanzielle Leistungsfähigkeit ausgerichtete, hinreichende, folgerichtige Ausstattung seiner Belastungsentscheidung. Und das ist genau der Grundsatz, den es geben muss. Es muss auf die steuerliche Leistungsfähigkeit abgestellt werden. Und wer eben keine Steuern zahlt, Herr Görke, der kriegt eben dann in diesem Grundsatz auch keine Erstattung. Im Weiteren spricht das Bundesverfassungsgericht, und auch da sollten Sie zuhören, davon, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit am jährlichen Nettoeinkommen bemessen wird. Also nach der Höhe der Einnahmen minus beruflicher und betrieblich bedingter Aufwendungen. Das ist auch für viele Gewerbetreibende und Freiberufler wichtig. Wenn also die Belastung progressiv ausgestaltet ist, dann sind logischerweise noch mal als repetieren die Entlastungswirkung etwas größer. Und das hat nichts damit zu tun, dass dann ein System nicht sozial ist. Was vielmehr für die Menschen dort draußen nötig wäre, wäre eine Entfernungskostenpauschale, wie wir es gefordert haben, von 40 Cent pro gefahrenen Kilometer, und zwar ab dem 1. und nicht eine größere erst ab dem 21. Kilometer, meine Damen und Herren. Da sind die 14 Cent eher ein Almosen und ein Schlag aller Menschen, die dort sitzen und arbeiten, ins Gesicht. Aber sie sind wirklich nicht für die Arbeitnehmer da. Das sei hier einmal an dieser Stelle klar gesagt. Offensichtlich hat man dem eigenen Antrag auch nicht viel auf Aussicht auf Erfolg eingeräumt. Insoweit haben Sie da wirklich, und ich schließe mich da den Ausführungen an, Ihre Arbeit auf ein Mindestmaß reduziert. Aber das erklärt auch das geistige Niveau dieses Antrags. Ich habe es eben gesagt. Denn am Ende ist dieses Mobilitätsgeld nichts anderes als der nächste sozialistische Versuch, den Leistungsgedanken im Steuersystem zu eliminieren. Und da haben wir gute Erfahrungen mit der DDR gehabt. Die war im Umweltschutz ganz weit vorne. Die war bei den Gebäuden ganz weit vorne und in der Mangelwirtschaft ganz weit vorne. Insoweit sehen Sie sich gut in der Tradition der Nachfolgepartei der SED hier im Deutschen Bundestag. Und vielleicht kluge Worte zum Wochenende an alle etwas Linkeren hier im Hause. Eigentlich sagt man nämlich immer, dass jeder aus Fehlern lernt. Bei den Linken scheint man aber das Gegenteil zu wollen. Kein Fehler ist es wert, ihn nicht zu wiederholen. Insoweit allen ein schönes Wochenende. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Markus.